Es ist Ihnen bekannt, dass wir als Salzburger Landesregierung uns zwei Ziele gesetzt haben. Erstens die Aufnahmefähigkeit und Handlungsfähigkeit unserer Krankenanstalten im Land zu gewährleisten und zweitens, falls irgendwie möglich, einen Lockdown zu verhindern. Angesichts der Infektionszahlen von heute mit annähernd 2.500 neuen Infektionen bleibt uns nichts anderes übrig, als einen Lockdown für das Land Salzburg zu verfügen. 2.500 Infektionen in dieser Dynamik bedeutet, dass wir sehr intensiv darauf zu achten haben, dass unsere Krankenanstalten handlungsfähig bleiben, in den Intensivstationen, in der gesamten Pflege, dass, wenn möglich, eine Triagierung auch vermieden werden kann. Daher haben wir gar keine Alternative, als diesen Lockdown zu verhängen. Wir haben uns, und Sie wissen, wie sehr ich darum mich bemüht habe und gekämpft habe, uns sehr bemüht, diesen Schritt nicht zu gehen. Wir haben einen Lockdown als eine große Beeinträchtigung der Bevölkerung gesehen, aber jetzt bleibt uns keine andere Wahl. Es ist ein strenger Lockdown, der im Wege über die Bundesregierung für die Länder Oberösterreich und Salzburg über unsere Ersuchen verfügt werden soll. Warum haben wir dieses Ersuchen getätigt? Damit absolut gleiche Bedingungen in Oberösterreich und Salzburg herrschen, damit auch die parlamentarischen Wege eingehalten werden, denn das geht nur mit Zustimmung des Hauptausschusses, und damit auch eine Grundlage für jene Bundesländer geschaffen wird, die allenfalls dann in weiterer Zukunft ebenfalls in einen Lockdown gehen müssen. Wir haben eine gute Chance. Wir haben die Chance, dass mit fortschreitender Impfung wir aus dieser Situation herauskommen. Wir brauchen Zeit. Wir brauchen Zeit, dass die Maßnahmen greifen. Sie wissen, wir haben jetzt seit 14 Tagen, bis der Lockdown in Kraft tritt, das wird am Montag sein, die 2G-Regel. Wir haben seit Montag dieser Woche in Salzburg die strengsten Maßnahmen mit Oberösterreich gemeinsam in Österreich. Extensive Maskenpflicht, kein Gastkonsumation von Speisen und Getränken im Stehen. Das wird auch eine Wirkung haben. Und wir haben gute Fortschritte beim Impfen, sowohl was die Erstimpfungen als auch was die Auffrischungsimpfungen betrifft. Aber die Zeit, bis diese Maßnahmen greifen, hat offensichtlich das Spital, die Krankenanstalten nicht mehr. Und daher mussten wir heute reagieren. Gestern und vorgestern hat sich die Situation für uns noch anders dargestellt. Da waren wir der Meinung, es geht, wir kommen durch. Wir hatten gestern und vorgestern Infektionszahlen von 900.000 mit leicht sinkender Tendenz. Aber mit der Entwicklung von heute, mit dieser Dynamik, ist dieser Weg nicht aufrechtzuerhalten. Ich sehe diese Maßnahme auch als eine Chance für uns alle, wieder in ein normales Leben zurückzukommen. Wir brauchen Sie, liebe Salzburgerinnen und Salzburger, dass wir gemeinsam diese Chance nützen, durch die Impfung, die Auffrischungsimpfung, ganz wichtig, den dritten Stich, aber genauso die Erstimpfung dazu beizutragen, dass wir möglichst bald, wenn irgendwie geht, noch vor Weihnachten aus diesem Lockdown herauskommen. Ich sage dazu, dass es auch Begleitmaßnahmen geben muss. Ich setze mich sehr dafür ein, dass österreichweit auch ein Belohnungssystem für Impfungen eingeführt wird, in monetärer Art und Weise. Die Details werden derzeit diskutiert. Und ich glaube, dass unsere Anstrengungen, das Impfen vorwärts zu bringen, Früchte tragen werden. Aber es wird, das muss uns klar sein, nur funktionieren, wenn wir bei den Impfungen weiterkommen. Lassen Sie mich an dieser Stelle meinen Dank ausrichten an alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, aufopfernd tätig sind, an alle die impfen, an das Rote Kreuz, an die niedergelassenen Ärzte, an alle, die mit der Organisation tätig sind, an die Salzburgerinnen und Salzburger, die immer die Regeln eingehalten haben und jetzt wieder sich in einer Situation vorfinden, die leider im Interesse der Gesundheit von uns allen, der Geimpften und der Ungeimpften auf den Spitälern erforderlich ist.